Liebe Bingerinnen und Binger, liebe Eltern, ich möchte Sie heute über Corona-Schnelltests für Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Projekts Testen für alle informieren. Heute öffnet das Testzentrum in der Rundsporthalle in Büdesheim. Hier besteht dreimal in der Woche, nämlich montags, mittwochs und freitags zwischen 17 und 19:30 Uhr, die Möglichkeit, sich kostenfrei auf Corona testen zu lassen. Hier können sowohl Sie als auch Ihre Kinder einen Schnelltest in Anspruch nehmen. Nichtsdestotrotz wollen wir aber auch mit mobilen Testteams auch im Rahmen des Projekts Testen für alle direkt in die Schulen gehen. Der Hintergrund ist ganz einfach. Wir wollen den Schülerinnen und Schülern das Testen so angenehm wie möglich machen. Deshalb wollen wir direkt in den Schulen in ihrem vertrauten, bekannten Umfeld testen, dass man die Kinder auch ganz behutsam an den Test heranführen kann und sich auch wirklich die Zeit nehmen kann, die nötig ist. Die Tests werden durchgeführt durch mobile Testteams des Deutschen Roten Kreuz in Bingen. Das ist geschultes Fachpersonal, das dort zum Einsatz kommt. Die Ehrenamtlichen werden zurzeit geschult und auch geimpft. Deswegen dauert das noch einige Tage, bis alle Testteams zum Einsatz kommen können. Wir haben aber allerdings zwei Teams, die ab nächster Woche schon zur Verfügung stehen. Deshalb gehen wir vor den Osterferien schon in die Grundschule nach Bingen-Büdesheim und bieten dort auf freiwilliger Basis, selbstverständlich mit Einverständniserklärung der Eltern, schon mal einen Test pro angemeldeten Kind vor den Osterferien an. Nach den Osterferien werden wir dann mit den mobilen Testteams in alle Binger Schulen gehen, sprich in alle Grundschulen und die Realschule Plus am Schallachberg und werden dort auch mit Einverständnis der Eltern 1 bis 2 Tests in der Woche für die Schülerinnen und Schüler vor Ort in der Schule anbieten. In Kombination mit den Impfungen, es ist ja so, dass die Grundschullehrkräfte, aber auch die Mitarbeiterinnen in den Grundschulen, sprich die Hausmeister, die Sekretariate bereits ab 1. März geimpft werden können. Das wird auch rege in Anspruch genommen. Die ersten Impfungen sind schon erfolgt und somit haben wir aus der Kombination Impfen und Testen gerade nach den Osterferien ein ganzes Stück mehr Sicherheit in den Schulen und deswegen bin ich ausdrücklich dankbar, dass sowohl der Schulelternbeirat in Büdesheim als auch die Schulleitung, aber auch ganz besonders das Deutsche Rote Kreuz in Bingen diese Aktion im Rahmen von Testen für alle mit den mobilen Testteams in den Schulen unterstützt. Wir sind da eine der ersten Kommunen, die das anbieten. Der Test ist kostenfrei, deswegen darf ich dafür werben, dieses Angebot auch wirklich in Anspruch zu nehmen. Denn je mehr wir testen, umso mehr Sicherheit bringen wir für alle Kinder in unsere Schulen. Vielen Dank.